Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Fortune Island. Heute fahren wir ein Auto, was es eigentlich gar nicht zu kaufen gibt. Den 2010er Saleen S5S Raptor. Das sollte Serie gehen, aber Saleen wurde ja 2009 insolvent, also gibt es den doch nicht zu kaufen. Aber wir haben ja wenigstens in Forza. Auch unter anderem schon in Horizon 1 gab es den. Ich glaub, der war dort auch DLC. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist schon ein wenig her. Jetzt haben wir ihn hier wieder in Horizon 4. Ich glaube zum ersten Mal auf der Xbox One. Ich meine, ich finde, sieht man, dass das Auto von 2010 ist. Ich finde, das Design sieht ziemlich aktuell aus. Könnte auch jetzt ein aktuelles Auto sein von 2018 oder 2016. Die sieht aber nicht so alt aus. Da wurde, glaube ich, sogar schon 2008 vorgestellt oder 2007. Und dafür sieht er halt wirklich extrem geil aus. Und er sollte damals haben einen 5 Liter großen V8-Motor mit Kompressor. Ich tippe mal, dass es der Motor aus dem Ford GT ist. Der sollte auch um die 650 PS haben, was dem Ford GT auch so ungefähr entspricht. Und Saleen ist ja auch dafür bekannt, Ford-Modelle zu tun. Also liegt es nahe, dass es halt so ein Motor ist. Oder aus einem Ford Mustang vielleicht so ein Motor. Ich weiß nicht, was es damals für Motoren gab bei einem Mustang, aber ich tippe mal, der Motor wäre dann zumindest in der Basis von Ford gewesen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, ich meine, 650 PS kann man machen. Was wiegt der? Das weiß ich gar nicht. 1,4 Tonnen? 1,5 Tonnen, geht klar. Ja gut, 855 Newtonmeter kann man machen. Das ist amtlich. Fast so viel wie eine Corvette heutzutage. Wie eine C7, Z06. Das ist schon echt heftig. Ich dachte mir, ich will den Wagen auch ein wenig umbauen. Ich meine, der ist schon als 1. Auch gut. Ist ja nicht so, dass der langsam ist, aber da muss noch ein bisschen mehr her. Deswegen dachte ich mir, Nummer 1. Wir können nämlich den Motor wechseln, und zwar zu einem 8,4 Liter V10 Motor aus der Viper. Oder einem Racing V12, was glaube ich der Motor aus dem Ferrari F50 GT ist. Der so bis, ja, um die 11.000 Umdrehungen dreht. Ich hätte irgendwie Lust auf den Viper Motor. Ein V8 Kompressor ist cool, aber vielleicht auch V10 Kompressor, wenn wir es noch weiter tunen. Dann hätte ich gerne Allradantrieb. Oh Gott, der Muscle Car mit Allrad. Ja, mache ich. Meine Wagen gibt es eh nicht, also, mein Gott. So, Aufladung. Alter. Der Kompressor, der ist halt schon. Der bringt halt 84 kW, das ist echt heftig. Wollen wir das mal machen? 560 kW, also. Was sagt denn so die Beschleunigung? Oh. 5,7 Sekunden auf 100 Meilen. Eieiei. Was brauchen wir jetzt auf 100 Meilen? 6,2. Wenn jetzt schon 2,4 Sekunden auf 60 Meilen. Also gute 2,5 Sekunden auf 100. Ich hätte irgendwie schon Lust auf Kompressor, oder? Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Komm, machen wir. Weil ich es kann. Also quasi habe ich jetzt hier alles gewechselt. Motor gewechselt, Antrieb gewechselt und auch Motoraufladung gewechselt. So. Spoiler. Bis auf den Abschalthaken kann man es machen, aber der Wagen, denke ich mal, nicht nötig. Und hinten hätte so einen Spoiler, der so ein wenig integriert ist in die Fahrzeugform. Und nein. Einfach nein. So. Okay, der hat schon Rennreifen. Okay. Das wundert mich jetzt wirklich. Aber natürlich in der Reifenbreite. Ist schon mal vorne ganz in Ordnung. 275er. Nehmen mal die 305er und hinten auch die breitesten am besten. Der 15er, ja, ein wenig schmal. 245er. Was auch, muss ich mal sagen, jetzt gar nicht mal so breit aussieht oder so. Und es ist scheiße breit. Oh, der Diffusor. Den sehe ich gerade. Oh. Okay, Felgen selbst. Gucken, aber auf jeden Fall größer. Ne? Bigger is better. Obwohl das sieht auch gar nicht mal so groß aus. Ich würde sogar vielleicht 22 Zoll da drauf machen, wenn es gehen würde. Weil es echt nicht schlecht aussieht. So, breiter. Ja, nehme ich gerne mit. Und hinten. Na, locker. Die Aufnahme läuft noch gut. Die Felgen selbst, die gefallen mir eigentlich sogar ganz gut. Die müsste ich sogar nicht unbedingt wechseln. Alter, ne? Wie er von der Seite aussieht, mit dem Heck. Das ist halt schon extrem gerade, ne? Sieht irgendwie komisch aus, aber irgendwie auch geil.
Ich finde, irgendwie haben die Felgen was. Ich weiß nicht warum, aber die nehme ich einfach mal. Gut, in der Kategorie sind wir fertig. Ja, 6-Gang-Handschaltung. Der Gang irgendwie mit so einer, mit so einem 7-Gang DSG oder sowas. Oder DKG. Muss ja kein VW-Getriebe sein. Ja, Drehmoment ist jetzt auch ganz in Ordnung. Okay, der geht noch mal ein ganz schönes Stück tiefer. Doch die Felgen, irgendwie gefallen mir die Felgen. Ja, machen wir auch noch rein. Ich merke gerade, der Wagen, der ist noch S1. Ich denke, das lassen wir auch so. Na gut, der Wagen ist das natürlich relativ schwer dank, durch den Allradantrieb. Ja gut, schwer ist relativ, ne? Ich meine, was wiegt denn... Oh, die Scheibe geht auch noch. Wir wiegen unter 1,6 Tonnen immer noch. Trotz Allrad. Das ist eigentlich noch ganz in Ordnung. Wie selbst ein 918 Spider mehr. Das ist kein Vergleich oder so, aber ist halt ein Fakt, dass 918 mehr wiegt als der hier. So, Tuning. Wir haben zwar Allrad, aber der wird deutlich hecklastig ausgelegt. 80% mache ich erstmal. Vielleicht sogar 85. Die Beschleunigung, die gefällt mir aber sowas von. Immer noch hoch wie ein Bus. Sturz. Ja, vorne ein bisschen mehr. Erster Gang ist bestimmt eher nur zum Anfang gedacht. So. Komm, wenigstens so bis 85, 90 sollte der schon gehen. Der erste. So, 92, ganz entspannt. Top Speed, glaube ich, serienmäßig so um die 350 km/h. Nicht verkehrt. Und jetzt getuned. Oh ja, 370. Schätze ich jetzt einfach mal so. Aber ob wir die jetzt auch wirklich ausfahren müssen, ob wir das brauchen. Nicht unbedingt. Aber so, ja, so 350, 360 sollte das Getriebe schon aushalten. Vielleicht sogar 380, je nachdem. Also würden wir theoretisch schaffen. Nicht auf dieser Insel. Ja, 374 reicht doch. Reicht. Farbe werde ich auch so lassen. Dieser gelb-orange-Ton gefällt mir ganz gut. Die Felgenfarbe. Ich könnte ja auch... Oh, da geht aber einiges. Farbgruppe 1. Okay. Die Frage, welche Farbkombination machen wir jetzt? Da mal ein wenig kreativ sein. Oder zumindest kreativer als sonst. Ich probiere einfach mal aus. So, Farbgruppe 2, was haben wir denn hier? Achso. Denke vielleicht auch mal was Spezielles. Das Gold, das sieht man fast gar nicht. Kupfer haben wir mattes. Den nehmen wir halt, glaube ich, gebürstet. Halbglänzend. Halbglänzend. Das könnte cool werden. So, welche Farbe haben wir jetzt hier? Ja, irgendwas sehe ich da, aber. Ach so. Ah. Jetzt sehe ich das. Machen wir auch mal Kupfer, denke ich mal. Das könnte cool aussehen. Kupferfarbe.
Verhalbglänzend. Innenseite haben wir noch. Wovon ich aber jetzt nicht wirklich was sehe. Ich mach's. Auch ein Kupfer. Das Felgenhorn. Das sollte man jetzt aber wirklich sehen, oder? Genau. Ich mach's jetzt einfach mal auch Kupfer. Ich guck mal, was denn passiert. Wie das aussieht. Okay, das machen wir auf jeden Fall nicht im Kupfer. Ich mach's einfach mal so. Ja, mein Felgengeschmack, der ist manchmal ein wenig komisch. Macht aber nichts. Boah, krasses Teil. Mit einem wunderschönen V10 Motor. Und mit genug Bums und mit Boost. Besser geht's ja eigentlich kaum. Noch besser wäre natürlich noch mehr, dass man noch mehr Boost, aber nein, das überreicht es auch. Mehrleistung ist ja nicht immer besser. Perfekt. Sehr gut. Von außen sieht man mit den Felgen relativ wenig. Doch mir gefällt das irgendwie, hat was. Sehr wenig anders aus. Ich finde es irgendwie cool. Sorry, aber ich mag das einfach. So, natürlich wollen wir auch Rennen fahren. Wir könnten auch wieder beim Drift Club weitermachen. Ich jetzt mal das Rennen hier. Und noch davor gibt es noch wieder Geschenke. Das ist ja wieder Samstag. Also gibt es hier Geschäftsauszahlung und wieder... Wow. Wow. Ich dachte, es gibt jetzt hier... Ach, löschen, ja. Ich dachte, es gibt jetzt hier wieder meine Super Wheel Spins, die man auch jeden Samstag bekommt. Das ist ja gemein. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, hier lang. Ach du Scheiße. Das wird sehr interessant. Rechts abbiegen. So, wir beschleunigen mal, ne? Würde ich auch sagen. Ja, ich meine, diese Leuchte. Von der Größe nicht schlecht. In 400 Metern links abbiegen. Doch, finde ich geil. Oh. Stimmchen. Gefährten kann er aber noch. In 400 Metern links abbiegen. Doch, der Motor fährt, das finde ich geil. Ja, das passt doch irgendwie. Wenn wir sind ja auch eine Tuner-Marke, Salen, die tunen ja viele Autos. Das gehört auch zum Tuning dazu, Motor zu wechseln. Kann dazu gehören, wenn man es möchte. Krasser trifft es hier, ne? Ich weiß. Oh, ein Stern wenigstens. Yes! Oh, da sind wir auch schon. Fortunes Descent. Oder Descent, keine Ahnung. Na, Englisch Profi, wisst ja Bescheid. Okay, sieht gut aus. Nehmen wir. Es ist ja ein modern Supercar. Was mich auch ziemlich wundert.
Die meisten amerikanischen Autos hier in dieser Klasse werden ja als Modern Muscle Cars gezählt, wie jetzt die Corvette oder die Viper. Die werden alle als Modern Muscle gezählt. Oder Modern Muscle Cars, wie auch immer. Nicht als Modern Supercars. Aber warum nicht? Habe ich nichts dagegen. Schöner Orkan. Mein V10 ist größer als deiner. Ach, süße 5,2 Liter. Sehr putzig. Okay, die Kurve geht nicht Vollgas, leider. Ich muss sie anders anfahren. Dann geht sie vielleicht Vollgas. Oder das Gas zumindest. Jetzt nur lupfen. Ja, passt so. Es wird nach vorne rum. Es wird dann der Platz werden. Nehme ich jetzt mal an. Ja. Ja, war das noch gar nicht bei mir oder wer war das? Okay, ich hab's nicht gesehen. Da war der Huracan. Und da fahren wir doch mal Huracan. Ja, gut. Dritter Platz. Sehr schön. Sehr schöner Charakter. Sehr sexy. Mit dem Bart auch. Ich würde auch mal so einen richtigen Pornobalken im Gesicht. Okay. Na, so lange ist es gar nicht mehr. Ach, die 23.000 Punkte. Das schaffen wir demnächst. Noch ein Rennen? Ich würde sagen, noch ein Rennen, ne? Ja. Noch so viele neue haben wir gar nicht mehr. Wir sind... Achso, warte mal, wir sind das hier gefahren. Jetzt kommt... Genau, mal die gleiche Strecke wie mit dem... Königsegg war das, glaube ich. Was einfach nochmal. Bei nächster Gelegenheit wenden. Doch, ja, Felgen gefallen mir. Einfach mal Vollgas. Ja, 200 bergauf. Das geht einfach verdammt schnell. Also Leistung ohne Ende da. Grip ohne Ende. Der Kurvenspeed finde ich gut. 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Und Sound, ich meine, der ist sowieso extrem geil. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Die Viper klingt einfach nur brutal im Spiel. Fortune Forest. Ziel erreicht. Eine wunderschöne Rundstrecke. Und auch hier möchte ich wieder ein paar mehr Runden fahren. Guck mal. American All-Stars. Diesmal mit 4 Runden. Gewitter. Nein, danke.
Wir haben wirklich Regen, das geht. Wir fahren mittags. Ich hoffe, 4 Stunden reichen denn, um weit nach vorne zu kommen. Na, Gewinn muss nicht sein, aber so Podium wäre schon ganz nett. Ich könnte mir auch die Felgen auf einem RWB Porsche ganz geil vorstellen. Oder auf einem Audi vielleicht. Oder auf einem Saleen. Was auch sonst. Die Ford fährt natürlich mit. Okay, Focus auf S1. Die sind, glaube ich, ganz, ganz gut. Vor allem Motorumbau. Das war das Falsche. Startaufstellung. Wir haben jetzt den Focus. Focusse. Ist die Messer von Focus Focusse? Ja, wie heißen die Mehrzahl? Ja, noch Mustang und einen Ford Transit. Ich habe die Befürchtung, dass der Transit eigentlich, dass er sehr weit vorne landen wird. Und das wäre ziemlich peinlich. Hier mit Allrad hier. Der Transit vielleicht auch. Okay, das war ein bisschen zu weit rechts. Ach Mann. Manchmal zählt sowas sogar, habe ich das Gefühl. Komm! Ich will die Kurve aber ganz eng nehmen. Jetzt aber. Hallo Ford. Lass mich wieder vorbei. Nicht wegfahren. Ja. Das Ziel überholt. Die Strecke kommt mir aber doch anders vor. Sie mit dem Königsegg. Ist doch eine andere? Dann fahren wir die andersrum vielleicht? Das kann sein. So die, ja, Strecke runterfahren. Oder die Gegenrichtung. Muss halt voll im Transit landen. Danke. Und diese Transitfahrer unmöglich. Na komm, danke. Dann kurz. Alter! Der Soundaussetzer. Wir brechen mit 3. Vierter Platz. Ich bin verrückt, ich den dritten auch noch. Will sich am besten da weiter vorne bekämpfen. Das wäre mir ganz lieb. Ich finde, die Leistung ist erstaunlich gut zu kontrollieren. Dann werden wir 700 irgendwas PS. Also geht Richtung 800 PS, was der jetzt hier hat. Und da fährt er sich erstaunlich gut. Ja, erstaunlich viel Grip. Halt, Beschleunigung. Aber fühlt sich auch nicht so schwer an, wie er ist. Wenn der hat hier 1,6 Tonnen auf den Rippen. Ist für so ein Auto, finde ich, in Ordnung. Aber es hat immer noch relativ viel Gewicht. Das ist eine halbe Tonne mehr als mein Corsa.
Aber das Gewicht spürt man gar nicht mal so doll. Fühlt sich leichter an. Ich bin sogar rangekommen, wieder vorne. Ein bisschen. Das war letzte Runde. Also meine Rundenzeit könnte sogar besser sein. Oder die kriegen sich da vorne ein wenig. Und halten sich auf. Komm, Salin. Komm auf jeden Fall ran. Aber nicht schnell genug, habe ich das Gefühl. Nee, es wird auch nicht reichen. Es wird der vierte Platz werden. Nach diesen vier Runden. Irgendwann würde ich wieder näher rankommen. Sie auch wahrscheinlich irgendwann überholen. Und Rundenzeit nicht verbessert. Glaube ich zumindest. Ja, Rundenzeit war besser. Die beste habe ich allerdings auch nicht. Die ist nämlich gefahren, der, ich glaube, der Ford Focus auf dem siebten Platz mit einer 1 Minute 8, 679. Dann war immer noch gut dabei bei der roten Zeit. Ja klar, da ist auch viel Luft nach oben. Bin auch scheiße gefahren. Aber vielleicht zur KI war meine echt gut. Ich weiß, das Publikum ist hier auf Fortune Island nicht so groß. Aber glaub mir, ganz Großbritannien streamt die finalen Inselrennen. Sorg einfach dafür, dass alle was zu sehen bekommen. Dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Aber ich denke mal nicht im positiven Sinne. Da werden vielleicht nicht alle was zu sehen bekommen. So, wie sieht es dann aus mit PR-Stunts? Also auf Asphalt am besten. Da sieht es eher ein wenig mau aus. Deswegen wir die wohl eher mit einem Offroad-Fahrzeug machen werden. Wovon es ja noch zwei Stück gibt, die wir nicht gefahren sind. Den Funko und den Ford Fiesta. Deswegen, wir könnten Tafeln mitnehmen, wenn die auf dem Weg sind. Wo sind wir denn eigentlich? Okay, wir sind hier. Eine kleine Tafel. Die sammeln wir noch, oder? Ja. Ja, bei bestem Wetter. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. So. Rum bitte. Nicht den Rum, den ihr jetzt kennt. Ich mag, glaube ich, gar keinen rum. Wenn sich kein Fan von irgendwelchen starken Alkohol. Driftzone. Ich will da meine Driftkünste spielen. Warte. Ja, man sieht's. Achso, ja, ich weiß nicht, welches Schild das ist. Ob ich das überhaupt schaffe? Am besten müssen wir mal die Zone mit dem Fiesta machen. Das ist ein DLC. Du hast dein Ziel erreicht. Ein Stern. Zwei sogar. Okay.
ist tatsächlich auch ein Gefahrenschild. Halleluja. Warte mal. Das kombinieren wir, das machen wir jetzt zusammen. Wir machen gleichzeitig das Gefahrenschild und auch noch das normale Schild, ne? Ist weit genug? Okay, von der Weite her könnte ich es schaffen. Ich glaube, wir müssen noch ein wenig schneller fahren. Aber das schaffe ich. Okay, von der Weite auf jeden Fall. Der Lambo war gerade ein wenig im Weg. Okay. Ich muss deutlich weiter links abspringen. Also am besten von rechts anfahren. Was ohne Lambo deutlich besser gehen würde. Versuche ich mal direkt rechts zu überholen. Okay, sogar zu schnell. Das kriegen wir hin, das machen wir heute auch noch. Yes! 206 Meter. Sehr besser auch noch 3 Sterne. Ah! War's knapp. Und was knapp. Von der Meteranzahl her. Komm, zeig's mir. Es finden auch noch sehr viele Tafeln, die werden wir allerdings auch alle hier noch im Let's Play machen. So, wie viel hat dann gefehlt? Ja gut, 22 Meter. Immerhin. Aber ich habe es geschafft. Mit einem Sportwagen. War doch leichter als gedacht, das Schild. Das war auch zum Glück hochkant platziert. Das war auch noch ganz gut. Ja, dann... Okay, ja, wir machen heute Schluss. Nicht ganz so lang die Folge jetzt wie die letzten Folgen. Aber ich denke mal, immer noch lang genug... Und ich habe oft genug gefailt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Also bis dann und tschüss.